So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir hier in diesem wunderschönen Labor voller Glas, Dreck und Abfall und möchten uns eine Knarre packen. Nein. Wo sind Sie? Vermutlich. Ach, schön mit Licht dagegen gehalten. Einen Weg suchen hier raus. Oh, haben wir hier was drin? Hallo. Alles her mit so. Allerdings scheint das Ganze ja, wie wir das letzte Mal schon gesehen haben, ein wenig verlassen zu sein. Besonders viel vorfinden werden wir hier nicht. Glaube ich und hoffe ich doch mal. Wenig Echo-Test. Immer diese Echo-Tests. Da haben wir ein schönes Regal. Was haben wir hier ein schönes drin? Ah, Schrotzmann. Wie machen Sie es? Wunderbar. Was denn? Das Heilmittel. So, Wird das schmerzhaft? nun werden Nein, nein, wir. Sie nehmen bestimmt nur Blut ab. Ganz harmlos. Ich kenne Spritzen. Wir wurden in der Schule geimpft. Schmerzhaft. Okay. Och nö. Na Und bitte. das war's mit meinem Messer. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Alter, was ist das? Ja, falscher Knopf. Ha. So. Molotow verbessert. Jawohl. Oh, hier ist ja mal richtig Highlife. Yeah, oh, Flammenwerfer und so. Oh, Pistolen. Doch was sagt uns das alles? Dass es wohl gleich ein wenig rund gehen könnte. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Tja. Nicht nur du, Junge, nicht nur du. So, stell mal ein Messer her. Kann man immer gut gebrauchen. Medikit noch wichtiger. Ein Messer. Ein Messer. Soll ich mit einem lausigen Messer hier anfangen? Was hast du da? Nein, kein Schutz. Oh, nein, Quatsch. So. Wo geht's jetzt hier raus, Leute? Wo ist überhaupt meine Kleine? Huhu. Hier scheint's rauszugehen. Da sind wir hier reingekommen. Ah, hier geht's raus. Bleib da, Kind, nicht so schnell. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Erstmal lauschen, was haben wir da oben? Alter. Der Mädel. Chill mal deine Nuggets. Jetzt einfach da hochrennen. Hallo? Bleib mal geschmeidig. Mach doch die Tür auf, bist mir ganz sauber, Kind. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Das ist nicht gut. Das ist gut, oder? Nein, das ist es nicht. Was haben wir da Schönes drin? Oh yeah. Jede Menge Zahnräder, jede Menge. Da ist mal wieder gar nichts hier. Den Backstein. Hier schönes lauter leere Flaschen. Was will ich mit lauter leere Flaschen? Noch eine Tür. Alles voll Backsteine hier. Gib mal alles her. Kann ich alles gebrauchen.
So, dann gehen wir mal Richtung Quarantänezone, was aber das da hinten sein soll. Auf Feuer. Tschüss. Noch eine Schublade. Ja, aha. Oh, noch mehr Revolvermunition. Das ist nicht so ein gutes Zeichen irgendwie. Ja, vorsichtig aufmachen hätte das auch können jetzt gerade. Nee, das war ein bisschen übertrieben. Oh, Scheiße. Ja, setz dich doch nur dahin. Kinder. Kinder, Kinder. Röntgenbild des Pilzes. Schön. Was willst du in dem Ding da? Das ist ein Kühlschrank für Blutkonserven, der leer ist. Was mich wieder sehr irritiert. Als ob hier alles. Alter, was ist das? Kein normaler Affe. Keine Klicker. Firefly ist auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Untersuchen wir. Nein, das sieht eher aus, als ob die Affen das Experiment selbst waren. Als ob sie infiziert worden wären, um zu testen. Gegenmittel und Co. Dann ist natürlich nur die Frage, wo sind die ganzen Professoren? Und warum sind die Affen draußen? Die Zahnräder. Oh. Flasche, ein bisschen Wasser oder Alkohol, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es bis jetzt noch nicht. So. Genau, pressen wir mal auf, mal gucken, was da passiert. So, der ist dann mal schon etwas länger da, oder die? Wenn sie die Fireflies suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen... Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Ach, oh, klasse. Das ist richtig schön. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Können wir hier auch irgendwie normal raus? Oder muss ich mich jetzt durchboxen? Oh Mann.
Ich war fertig. In Pisser ohne Axt. Ohne Axt. Ohne Axt, eine Axt. Gib die Axt her. Oh, Shotgun-Munition. Gleich mal den Shotgun wechseln. Ohne Axt. Ohne Axt. Kann ich die Axt verbessern? Nö, leider nicht. So. Ja, oh, Flutterkerl. Ja, das ist die Entdeckung. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, das hat mich auch der Bastard. So. Das sind wieder viel zu viele hier. Noch eine Kugel in die Brust hier. Das hätte ich, als ob ich schon genug hätte. Das war jetzt unfair. Das war jetzt aber richtig unfair. Da hinten hockt noch einer, so ein Batzack. Elender. Kind in Ruhe. Drei. Oh, Scheiße. Geh runter, geh runter, geh runter. Oh, 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 oh. Heil dich schneller, heil dich schneller, heil dich schneller. Ja. Ah. Okay. Das sind aber keine Soldaten, richtig? Das sieht mehr nach Miliz aus. Nebelleuchtgranaten, was? Scheiße. Na, Leute. Habe ich euch ein wenig geschockt? Ah, da hinten ist einer. Und der andere rennt da rum. Zack! Hab ihn! So. Oh Mann, oh Mann, ist das eine wilde Hotz. Wo ist das Mädel? Ah, da. Neue Axt. Nehmen wir gleich eine neue Axt mit. Die ist nämlich ja gleich kaputt. Das ist ja kacke. Oh Mann. Scheiße. Hoch, Mädel, hoch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Echt ganz fies. Oh, das ist hardcore. Okay, würde ich sagen, schalten wir die anderen aus. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.